Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge in Thüringen. Wir fahren jetzt zum Feldmoor 12 weiter und werden dann bei der Ernte beginnen. Da sich das Steinwerk nicht einklappen lässt, ich bin Steinfelswagen nicht unbedingt kurz umbauen möchte, weil ich immer so fahren. Bin ein bisschen faul in der Beziehung. Ja, Gülle muss auch noch gemacht werden, da will ich aber einen separaten Güllewagen nehmen, klein. Da kommt dann besser klar mit der Kurven, ne? Also ist der Nachbar schon fertig mit der Ernte mit Sonnenblumen. Der hat aber auch geerntet von Nassbau, ne? Also ich durfte da noch nicht. Das fand ich ein bisschen gemein. Wettbewerbsverzerrung hier. Der konnte früher verkaufen wie ich. Aber ich verkaufe ja vielleicht am globalen Markt. Oder ich behalte das Zeug und werde das irgendwann mal, wenn ich den Server hingekriegt habe, für globalen Markt, auch privaten Markt verkaufen. So, starten wir vorne links, wie alle Fahrzeuge. Oh, ist mir warm. So, da sind wir. Und den ersten Meter allein machen. Beziehungsweise, so, ja gut, machen wir so. So. Ja, löschen. So, Kursberechnung. Also hier Kursgenerierung. Feldnummer 12, Vorgewende 2, Weich, ein Fahrzeug, 12 Meter. Generieren wir. Dann zurück. Den werden wir speichern. Beziehungsweise gucken wir gleich nach. Aussaat, Ernte, Düngen, Ernte. Ach, hier das von Kamsi noch, die Zubringer, lass ich mal noch stehen. Gärreste, ja. Gut, haben wir noch nicht. Gut. Nur noch sortieren ist. Das ist immer nicht so mein Fall. So. Ja, einstellen. Wir speichern. Feld 12. Ernte. Ja, Feld Ernte, ne? Junge, 12 muss dazu sein, sonst weiß keiner wo. Ernte. 12 Meter. So. Ja, Sonnenblumen, ne? Natürlich etwas ungünstig. Ich hätte 60 auch machen müssen, aber gut. Gut, der arbeitet schon mal. Tschüss. Wir werden mal möglichst eine abfahren. Das ist hier um die Ecke. Da gehen wir die Karte hin. Wir sind ja schon fast fertig. So, 47 ist fertig. Junge, 60 kommt da hin. Der muss ja mal. So. Runter. Den checken wir jetzt an einem Modus Richtung Hof. Hof 3 und Schuss. Den müssen die Aussaat vorbereiten. Das heißt, Arbeiten werden delegiert. Das geht nicht anders, sonst kommen wir nicht vor das hier. Angestellte haben wir keine. So, hier wollte ich Weizen aussehen. Das ist ganz wichtig, das muss ich gleich machen. Weil nachher ist es vergessen. So, Kursgenerierung. Erstmal ein Fahrzeug, ne? Richtig, sonst haben wir Probleme. Vorwende nochmal 2. Weich. Wie gesagt, rund geht.
bedingt. Nur am besten mal viereckigen Wäldern, ne? Dann kann man auf die Ecken verzichten auf Dauer. Fertig. Ne, noch nicht fertig. 12. 60 natürlich. Ah, da steht er schon. Oder? Für Torwärts. So, und paar einstellen. So, wir Gas geben hier. Dann sind wir einen Haufen gefahren hier. Aber wenn Outdrive Version 1.1.0.4, das funktioniert. Mit der neuen Version hatte ich Probleme. Absturz bis zum Spielstand wollte ich mal laden. So, hier wenn jetzt zum Hof laufen. Kürzen wir ab. Wir werden ein bisschen Gülle fahren. Beziehungsweise werden ein. Oh, das Wasser ist kalt. Na, hier alles gut, alles klar. Bin hier noch nie gefahren. War irgendwo so ein Weg nach oben zu mir. Gehen wir über die Wiese. Durchgelaufen. Ja, so, dann muss ich mal rüberfahren. Für den Fall brauchen wir einen einfachen Traktor. Denn wir haben so viel Gülle, das muss ja gefahren werden. Das ist ja auch nichts. So, der muss ein bisschen nach hinten, ne? Ja, das passt schon so. Den schicken wir zum Händler. Tschüss. Wie gesagt, nur so einen kleinen Güllewagen kaufen. So, wo ist der andere? Die Ausfahrt läuft, die läuft auch. Überladerwagen, passt. Und den können wir zurückfahren. Den brauchen wir hier nicht mehr. Den hatte ich vertauscht. Den Feldern. So. Die Überladung war einfach nur hier, falls wir da brauchen sollten, ne? Können wir gleich mal einen anderen abfahren, ne? Sonnenblumen, ne? Gas geben. Oh, schon wieder 10 Minuten geschafft. Wahnsinn. Ja, die Ernte ist durch, kann man sagen, fast, ne? Also Sonnenblumen, noch ein Feld, das schaffen wir heute noch. Und dann können wir auch wieder auf 5 spielen. Jetzt die Felder werden noch bestellt. Da muss auch noch gemacht werden vorher. Macht sich besser, falls Wachstumsstufen kommen. Oh, er hat einen komischen Weg, der Junge.
Ich habe leider nicht mehr den ganzen Kopf für Adolf-Kurse, wie das mal funktioniert, ne? Das heißt aber auch für mich, neue Karte, neue Kurse einfahren, weil wenn die Straßen, also die Straßen werden glaube ich bleiben, soweit ich weiß, aber Produktion halt nicht, ne? Also Produktion mit Hanne Müller und so zum Beispiel, wird zwar bleiben, aber das Sägewerk da unten wird wegkommen, da kommt was anderes hin. Und da muss man sehen, dass wir da entsprechend anpassen oder neu fahren. Ich bin eher der Meinung, dass wir eher neu fahren, weil auch bei uns am Hof wird sich einiges ändern, weil wieder die Gebäude nicht so hundertprozentig wieder hinsetzen werden. Vielleicht auch anders hinstellen allgemein, weil man im Nachhinein sagt, okay, die Erfahrung sagt mir, dass es so und so besser ist. Kann durchaus sein. Daher würde ich mal sagen, würde ich die Autokurse, da ich hier eh noch nicht alles eingefahren habe, teilweise schon, aber nicht alles. Ich habe ja eigentlich mal versucht, die eigenen Felder anzuschließen. Straßennetz nach Möglichkeit auch, soweit wie möglich. Die Händler zum Beispiel oder einige Verkaufsstellen. Auf der neuen Karte ist ja der globale Markt fix erbaut. Der links hier ist. Ich finde das gut. Und vor allem jetzt kommt ja so ein privater Zerfe. Also man kann im Prinzip privat sich das aneinander verkaufen. Ne? Also und dann kann man wieder privat am anderen Spielstand einkaufen. So habe ich das vor. Ob das so klappt. Das wollte ich hier gerne produzieren und dann eine Marge einkaufen. Dann wäre doch super, wenn das klappen würde. Dann könnte ich da die Produktion voll ausreizen, obwohl ich die Felder nicht habe. Wie gesagt, die Spielzeit bei mir in der Woche pauschal. Ja, 3-4 Stunden, 5 vielleicht. Mehr schaffe ich ja gar nicht. Ist ja so viel schaffen wie möglich, ne? Also, aber auch wie man gucken kann, ne? So, dann kann er weitermachen. So, haben wir mal gucken, angekommen ist. Dann kaufen wir uns dann hier einen kleinen Güllewagen. Ne, P. So. Weil die ganz großen bringen ja nichts, ne? Dann dachte ich mir so einen mittleren. 18.000. Und der kommt ja ganz gut vorbei. Oder ein Original. Ja, nehmen wir den mal, ne? Den machen wir braun für Gülle. Mit Felgenfarbe, ja. Da wissen wir Bescheid. Ach, Gülle ausbringen, ja. Ah, so was kann man auch Gülle ausbringen, okay. Das wollen wir ja nicht, wir wollen ja nur fahren, ne? Wir fahren eh nur auf der Straße, ne? Kaufen. Kostet ja nicht viel. Dann gehen wir. Der ist fast fertig und der macht schon die zweite Runde. Schön. Angekommen. 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 Hör rüber. Da reicht er aus, um mal die Strecke abzufahren, ne?
Kann er den ganzen Tag fahren, ne? Ich daneben ist auch daneben. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ja, noch schon Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao. Bis dann. Tschüss.